Ist das geil! Oh, ich liebe so eine Steampunk-Atmosphäre. Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Bioshock Infinite. Und wir fangen auch gleich damit an, denn wir sind hier gelandet in der... Naja, die sehen irgendwie komisch aus, die Leute, nicht wahr? Naja, ich weiß auch nicht, wo wir sind. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich kranke Scheiße, die hier abgeht. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Natürlich. Sehr nett. Was ist Columbia? Anders als eine Arche für ein anderes Zeitalter? Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Schütze meinen Geist vor Furcht und Zweifel, auf dass ich allen Eindringlingen standhalte. Vater Washington, erhöre mich. Was? Sie verehren Washington als Gott? Wirklich? Okay. Ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit mit mir und lass das Licht deiner Klugheit ein Leuchtfeuer sein. Beim Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Ich will da rein! Da gibt es Geld! Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber... Die Augen für das Mysterium. Vater Franklin, erhöre mich. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Der Spross des Propheten. Ey! Wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Ja, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Moment mal, wir bewegen uns schon. Boah. Wahnsinn. Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Boah, ist das geil. Also, hä? Warte mal, jetzt bewegen wir uns oder die Gebäude und... Morgen, freut mich sehr. Kriege ich einen Hotdog? Ich will noch einen Hotdog, bitte. Bitte. Na gut, dann halt nicht. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Das ist der Wahnsinn. Was bist du? Hm? Kriege ich eine Zeitung, bitte? Ich will eine Zeitung. Dann halt nicht. Der scheint hier echt sowas wie ein Gott zu sein, der Typ. Mögen gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche, nur Pflichten. Ich sag dir, Hudson Stoll ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vater. Was? Hudson täglicher Undock-Plan. 8 Uhr, 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 1 Uhr, 4 Uhr, 7 Uhr. Hudson. Repairing fine custom work. Reparieren feiner Maßarbeiten. Pilger willkommen! Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage ihm, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Was ist das? Dass er müde sei. Was? Das Wort des Propheten präsentiert Vater Comstock, aber der Prophet zu schnell inmitten des düsteren Sturms. Oh, ein Film.
Sieh, der große Prophet, heilen Sonnenschein voraus und seht die Sprache der Gottes oder was auch immer. Was wird der große Prophet als nächstes offenbaren? Unser Prophet. Ende. Was? Dass ihn die Arbeit ausgelaugt hätte. Ich sage, guter Gott, Mann, verschonen Sie mich. Arbeiten Kann man Sie hier auch. Irgendwas kaufen, klauen, rauben? Ja, Sir. Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Was? Das ist mir zu hoch. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Es scheint mir wie eine normale Stadt zu sein jetzt momentan. Nur in den Lüften. Und vorher kriegen die das Wasser. Was ist das? Was zur... zur richtigen Veranstaltung zu gehen, ist nicht leicht. Man kann nicht überall sein. Man verpasst immer etwas. Darum gehen wir zur Verlosung. Dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl. Was? Überall Häuser, die rumfliegen. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. 1912, ich hab's doch gesagt. Ey, da lag was. Ich hätte schwören können, da hat sich gerade... Da war's. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da auf uns wartet. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Der falsche Hirte will das Lamm nur auf Abwege führen. Wer ist dieses Mädchen? Warum hat dieses Lamm Menschengesicht? Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind Glauben. Aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter, Columbia. Ach, wir können ja hier alles nehmen. Ist ja egal, nicht Musik. Wahr? Interessiert ja keinen. Komische Gegend. Schon wieder sowas. Ist das was anderes? Das Wort des Propheten präsentiert vor sich vor dem falschen Hirten. Verdammte Scheiße. Der falsche Hirte will unser Lamm auf Abwege führen. Wer ist der falsche Hirte? Ist er es? Ist er es? Oder er? Bist du es? Nur unsere Wachsamkeit schützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Ende. Ja. Interessant, ne? Sie haben da was an der Backe. Es war ein Schatten. Wo müssen wir überhaupt lang, verdammte Scheiße? Ach, da lang. Are you fucking kidding me? Really? The world could show nothing to me.
be without you? Ist das geil! Oh, ich liebe so eine Steampunk-Atmosphäre. Oh, Feuerwerk. Du sagst mir, Freund, solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Vox Populi. Boah, ist das riesig! Hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Ah. Telegramm für Sie, Sir! DeWitt, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, stop. Lutess. Was zum... Okay. Da entlang. Guten Tag, mein Freund. Hallo? Dann gehen wir mal auf Fest. Was hat denn dauernd? Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften, produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Okay. Was haben wir hier schon wieder? Gelobt sei unsere schöne Stadt. Das Wort des Propheten präsentiert, beneidet von allen. Scheint Jimmys Freunde sehen neidisch. Denn Jimmys Papst schenkte ihm eine Packung Zigaretten. Mino Victory, die einzige Marke extra für Kinder. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern... Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Finden okay. Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben How Sie to play, protect the woman and hit the devil 3 times. Okay. Was ist so... Hoppa, ja! Du da, ach, verdammte Scheiße! Kräftig. Ist der Teufel? Cool. Oh, hoppala. So. Ja, jetzt habe ich ihn laufen. Jetzt hole ich mir den dritten Teufel. Wo bist du? Komm her! Was? Weg! Wir haben einen Gewinner! Juhu! Ja, mein Freund, denken Sie dran, soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco ist die Lösung! Ja, finde ich schön. Ja, doch, finde ich sehr schön. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. Hatten nicht mal ordentliches Gerät dafür. Bevor Fink... Was geht denn hier alles ab? Was ist das denn jetzt schon wieder? Veni, Vidi, Vigor. Choose wisely. Thanks for enjoying. Ach so, hier kann man sich das Ding kaufen. Boah, ist das teuer. Ach so, das ist dann eine Freischaltung. Oh, ich will Zuckerwatte, Zuckerwatte. Informationsstand? Nein, das ist nicht richtig. Zuckerwatte! Voxaphone! Moment Voxaphone! Mal. Hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Sagen Sie etwas, Freund. Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät.
Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Ja, ist in Ordnung. Hot Dogs! Hot Dogs! Alexander Hot Dogs! Columbias Beste! Was haben wir denn hier? Columbia Flag und Co. Ganz ehrlich, also... Ich bin dafür, dass das hier kein Ego-Shooter wird, sondern Lebenssimulation. Dass man hier in der Stadt einfach ganz normales Leben wie in Fable aufbauen muss und dass man hier eine Familie gründet und also ein Scheiß. Oh, geil! Ballern! Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Okay. Gut. Ich werde sie vom Himmel holen. Hüa! Und du! Zack! Und zack! Die haben einfach mal hier echte Waffen, natürlich. Die haben wohl keine Bange vor echten Waffen. Da, 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 da. Noch einer? Oh, Double Kill. Hey! Noch einer? Hä? Nein! Tja, wir haben jedenfalls Geld gewonnen. Was gibt's hier? Hallo? Washington? Ein Titel von Ping Industries für unsere Truppen. Jetzt verfügbar für alle Bürger Kolumbias. Mhm. Pferde. Unechte Pferde. Boah, wenn man das hier spielen könnte, das wäre witzig. Kann man spielen? Bitte, 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 bitte. Ja! Ich mag's. Ja, du guckst aber freundlich. Und so sahen damals die Jahrmärkte aus, nur nicht mit so welchen komischen, verrückten Fähigkeiten. Noch mehr Spiele. Ich kann nicht aufhören. Was haben wir denn hier? Ja, ist gut, ich will spielen. Okay, okay. Ja, Chia und was? Oh, gut ausgewichen. Mehr. Mehr. Was? Er ist weg. Jawohl, wir haben 20. Es ist aber auch viel einfacher gewesen jetzt, muss ich sagen. Yes. Sie, Sir, werden reich belohnt. Boah, was ist das denn? Before and after. Treten Sie näher und bestaunen Sie das achte Weltwunder. Er ist groß, er ist kraftvoll, er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Das ist, echt wow. Hast du sowas schon mal gesehen? Er wirkt so traurig. Traurig? Wenn man so stark ist, wie soll er traurig sein? Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbische Chemie konnte solch ein Wunder erschaffen. Mein Freund, hat ein Automat schon mal Ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon Sie nicht mit Ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Geben Sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Oh.
Was war das? Beherrschung! Specher drücken und Maschinen werden zu Alliierten. Oh. Ja, okay. Drücke rechte Maustaste, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Das war cool! Das war das! Was ist das? Oh. Ach so, das ist das Video. Gut, okay. Und hier oben haben wir nochmal Hot Dogs. Geschmacksrichtungen. So viele? Bitte was? Was ist so falsch an Vanille? Jojo, Jojo. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? War das jetzt das Kind, das da gesprochen hat? Ach so, der war das wahrscheinlich. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Aber bevor wir da durchgehen, wir haben jetzt erstmal den Jahrmarkt bestaunt, sage ich, Hause Leute, bis zur nächsten Folge, ey. Boah, und wir haben immer noch nichts geschossen, ich glaub's nicht. Komm hier rein. Ich kann dir dieses Bearbeitung. Rein. Komm. Ich hab's raus, Mann. Ich hab's raus.